Auf Partys führen die Gespräche immer wieder zu diesem Thema. Stell dir vor, du könntest durch die Zeit reisen. Und wenn Zeitreisen möglich wäre, würdest du eher in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen? Interessante Frage. Stellen wir uns mal vor, dass es Zeitreisen nicht nur in Serien wie Doctor Who und Filmen wie Zurück in die Zukunft gäbe. Was, wenn die Wissenschaft es möglich machen könnte? Wären die Auswirkungen auf uns und unseren Planeten positiv? Würden wir Geschichte umschreiben können? Vielleicht die eigene Existenz gefährden, weil auf einer Zeitreise in die Vergangenheit was Dummes passiert ist? Alternate Reality heute: Was, wenn Zeitreisen möglich wäre? Schauen wir uns das Thema einmal aus wissenschaftlicher Sicht an. Und aufgepasst, denn der aktuelle Stand der Forschung wird dich mit Sicherheit überraschen. Und das hier ist kein Clickbait. Zeitreisen ist nämlich theoretisch bereits möglich. Alles geht zurück auf Einsteins spezielle Relativitätstheorie. Diese besagt vereinfacht und praktisch gesprochen, wenn du mit annähernder Lichtgeschwindigkeit reist oder gar einer starken Gravitation ausgesetzt bist, zum Beispiel durch ein schwarzes Loch, so erlebst du die Zeit anders als die Menschen auf der Erde. So kann es sein, dass in der Zeit, in der du durchs Weltall schießt, sagen wir mal ein Jahr, bereits 10 Jahre auf der Erde vergangen sind und deine Freundin sähe dann auch ein bisschen anders aus. Jeder von euch, der den Film Interstellar gesehen hat, konnte erleben, wie schnell die Zeit voranschreiten kann und in welche Situation das die Charaktere gebracht hat. Doch in die Vergangenheit reisen, das ist nochmal eine ganz andere Kiste und nach aktuellem Wissensstand eigentlich nicht möglich. Ich sage eigentlich, weil es da eine Theorie gibt, die dafür spricht, dass man doch auch in die Vergangenheit reisen könnte. Die Rede ist von sogenannten Wurmlöchern. Die ganze Sache ist etwas kompliziert, doch einfach formuliert gibt es bei dieser Theorie zwei Portale zwischen Raum und Zeit, die miteinander durch eine Art Tunnel verbunden sind. Auch dieses Konzept ist übrigens auf Einsteins Relativitätstheorie zurückzuführen. Man kann es sich wie folgt vorstellen. Die zwei Kreuzchen auf dem Blatt Papier stellen zwei unterschiedliche Öffnungen der Raumzeit dar. Man faltet das Blatt und steckt einen Bleistift durch. Dieser stellt das Wurmloch dar, eine Art Abkürzung durch die Zeit. Aber es handelt sich nur um eine Theorie. Ein Wurmloch gefunden, das hat noch keiner. Auch eins künstlich zu erzeugen, hat noch keiner geschafft. Immerhin ein Ansatz, man kann theoretisch auch rückwärts in der Zeit reisen. Doch egal ob vorwärts oder rückwärts, immer wieder geht es um das Phänomen der Time Dilation, zu Deutsch Zeitdilatation. Man könnte beide Portale betreten, um im jeweiligen Moment auf der Erde zu sein, während für alle anderen Erdlinge die Zeit ganz normal voranschreitet. Beschleunigt man jetzt das eine Ende des Portals auf beinahe Lichtgeschwindigkeit und bewegt es an einen weit entfernten Ort im Universum, so vergeht die Zeit an den zwei Enden der Tunnel unterschiedlich. Würde man dann von dem rechten Loch zu dem anderen reisen, so könnte man wieder zurück in die Gegenwart reisen und damit auch weiter zurück als die Zeit, die man subjektiv erlebt hat. Das alles ist möglich, da die eine Öffnung des Wurmlochs schneller durch die Zeit gereist ist als die andere verbliebene. Jedoch könnte man nur bis zum Zeitpunkt, an dem das Portal geschaffen wurde, reisen, nicht weiter. So macht uns die Wissenschaft leider einen Strich durch die Rechnung und wir können nicht einfach mal ins Jahr 1066. Doch es wäre nicht Alternate Reality, wenn wir es nicht trotzdem probieren würden. Wir springen rein in das eine Ende des Portals und landen entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und da sind wir wieder bei den Partygesprächen. Eine beliebte Diskussion ist, wenn du die Chance hättest, in die Vergangenheit zu reisen, um dort etwas Schlimmes zu verhindern, würdest du es tun? Viele würden es bestimmt gerne versuchen und vielleicht nochmal die schlechten Noten fürs Abi ein wenig nachbessern. Andere hätten höhere Ziele. Laut einer Umfrage von 2015, durchgeführt vom US-Sender CBS News, würden 53% der Befragten probieren, 9/11 zu verhindern. Das alles wäre schön und gut, doch stell dir mal vor, Regierungen wären auf einmal in der Lage, Zeitreisen für politische Zwecke einzusetzen. Es gibt den Spruch, History is written by the victors, Geschichte wird von den Siegern geschrieben, soll Winston Churchill angeblich mal gesagt haben. Jetzt würde es auf einmal heißen, History is rewritten by the victors, Geschichte wird von den Siegern neu geschrieben. Wäre Zeitreisen auf einmal erforscht und umsetzbar, so ist es tatsächlich wahrscheinlich, dass ein Regierungsprogramm dahinter steht, eher noch als irgendein Tüftler in der Garage mit einem DeLorean. Doch wofür würden Regierungen Zeitreisen nutzen? Bestimmt für nichts Gutes. Die Fähigkeit, die Vergangenheit zu verändern, hätte für Politiker schon gewisse Vorzüge. Ein Skandal, der verhindern könnte, dass ein Kandidat die Wahl gewinnt? Einfach mal zurück in die Vergangenheit und vermeiden, dass jene Fotos überhaupt erst gemacht werden. Krieg nicht gewonnen? Lasst uns zurückreisen und das ändern! Ein Land mit der Technologie des Zeitreisens wäre in jeder Lage der Gewinner. Auch ist es wahrscheinlich, dass diese Technologie für eine ganze Weile nicht von anderen Ländern nachgemacht werden könnte.
Bei Nuklearwaffen war es damals so. Sie waren zunächst eine amerikanische Erfindung. Inzwischen haben viele Länder ein atomares Waffenarsenal. Ähnlich könnte es sich mit dem Zeitreisen verhalten. Es könnte zur weltweiten Waffe werden, als Abschreckung oder zu Einsatz kommen. Doch diese Lage wäre deutlich krasser, denn auf einmal gäbe es eine Waffe, die über der Realität und über der Zeit steht. Die Geschichte würde immer wieder in allen erdenklichen Varianten umgeschrieben. Es käme wohl zum absoluten Chaos. Und dabei haben wir noch nicht mal über die ganzen verrückten Paradoxe gesprochen, die beim Zeitreisen auftreten können. Der Klassiker ist das sogenannte Großvater-Paradoxon. Wenn du in die Vergangenheit reist und aus irgendeinem Grund deinen Opa tötest, so würdest du auch nicht existieren können. Doch damit nicht genug. Wenn du nicht existierst, so hättest du überhaupt erst gar nicht in die Vergangenheit reisen können. Da platzt mir der Kopf. Tatsächlich wissen wir nicht, inwiefern verschiedene Paradoxe beim Zeitreisen auftreten und welche Ausmaße diese haben können. Im schlimmsten Fall wird unsere gesamte Realität zerlegt und alles kollabieren. Im besseren Fall leben wir in einem Multiversum und es entstünden einfach parallele Realitäten. Dann gibt's noch das Post-Selected Teleportation Model vom MIT-Professor Seth Lloyd. Er argumentiert mit Theorien der Quantenphysik und vermutet, dass es mit Zeitreisen Auswirkungen auf Wahrscheinlichkeiten gibt. So sei es nahezu unmöglich, dass ein Paradoxon überhaupt erst entstehen könne. Beim Großvater-Paradoxon würde dies bedeuten, in der Situation entstünden immer wieder Ereignisse, welche die Angelegenheit verhindern würden, sei es, dass die Patrone klemmt oder man einfach auf Biegen und Brechen nicht trifft. Wäre das der Fall, so könnte man die Theorie Zeitreisen als Waffe der Nation schon mal knicken. Glück gehabt. Doch wir wissen es ja leider nicht. Tatsächlich könnte schon eine einzelne Person, die zurück in die Vergangenheit reist, unsere ganze Realität auf den Kopf stellen, bis hin zu dem Punkt, dass es womöglich noch die ganze Menschheit auslöscht. Die Gewinner sind dann am Ende vielleicht die Dinosaurier, denn wir wissen ja, das Leben findet immer einen Weg.